Die EU-Unterstützung für die Ukraine seit Kriegsbeginn beträgt 50 Milliarden Euro. Davon flossen 630 Millionen Euro in humanitäre Hilfe. Die Militärhilfe beläuft sich auf rund 12 Milliarden Euro. Fast 8 Milliarden Euro kommen in Form von Zuschüssen, Darlehen und Garantien der EU-Mitgliedstaaten. Und über 30 Milliarden Euro entfallen auf die sogenannte Makrofinanzhilfe. Ein Großteil davon wird zur Finanzierung wichtiger staatlicher Ausgaben verwendet, wie zum Beispiel Renten, Gehälter, Bildung und Wiederherstellung der Infrastruktur. Die EU hilft der Ukraine auch bei der Bewältigung ihrer Energiekrise. Sie lieferte 35 Millionen LED-Glühbirnen und 5.400 Generatoren und hilft bei der Reparatur des Stromnetzes. Langfristiges Ziel ist es, der Ukraine beim Wiederaufbau eines mit erneuerbaren Energien betriebenen Energienetzes zu helfen.